Herzlich willkommen zurück zu Dead Synchronicity. Tomorrow comes today. Im letzten Video konnten wir die große Katastrophe noch abwenden und die beiden Jungs haben ja das ganze Schlamassel, in das wir sie reingebracht haben, überlebt, auch wenn die ganze Szene mit Reverend Blake recht brutal war und sich natürlich die Frage stellt, wer war Michael eigentlich vorher? Also, man hat es ja schon gesehen, auch in diesen Visionen, so ganz ohne scheint das nicht gewesen zu sein. Mal sehen, was sich da vielleicht noch aufklärt. Wir sind jetzt hier wieder bei Misha. Für sie haben wir ja das Morphium mitgebracht. Bevor wir aber mit ihr reden, würde ich jetzt nochmal gucken, wie es den beiden Jungs geht. Hallo Michael. Hast du uns mit den Soldaten gesehen? Sie haben Gewehre auf uns gerichtet, aber wir haben dich nicht verpfiffen. Wir sind zwei tapfere, starke Männer, stimmt's? Naja, wir haben ein bisschen geweint. Halt die Klappe! Natürlich seid ihr das. Ich bin stolz auf euch. Wenn ihr erwachsen seid, wird jeder wissen, dass man euch beiden vertrauen kann. Erwachsen? Das wird noch eine Weile dauern. Ja, aber Mom sagt, dass das nicht passieren wird. Es gibt keine Zukunft mehr für irgendwen und doch nicht für uns. Hört nicht auf das, was die Leute sagen. Das Einzige, was zählt, ist, dass ihr füreinander da seid. Das ist das Wichtigste, okay? Ich muss jetzt weiter. Auf Wiedersehen, Jungs. Auf Wiedersehen, Michael. Auf Wiedersehen, Michael. Ja, die sind offenbar noch ganz gut aus der Sache rausgekommen. Und wir wieder eine Vision. Verdammt, nicht schon wieder. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben. Alles verändert sich, wiederholt sich wieder und wieder. Oh Gott, ich glaube, ich verliere den Verstand. Ich frage mich, wo die Mutter von den beiden eigentlich war. Die hätten wir ja gar nicht gesehen. Und die scheint das nicht wirklich so interessiert zu haben. Und irgendjemand muss die beiden ja verraten haben. Wer war das? Ich meine, letztlich, also die Soldaten haben ja gesagt, es wäre eine Ratte gewesen. Es muss irgendjemand hier aus dem Lager gewesen sein. Und eigentlich dürfte es ja die Leute hier jetzt nicht so sehr stören, wenn ein Soldat jetzt stirbt. Ich denke, da ging es eher darum, dem Spitzel noch eins auszuwischen. Und deshalb wurden seine Kinder ausgeliefert. Was schon ganz schön hart ist, muss man mal so sagen, ne? Ach, nicht schon wieder. Oh nein, es fängt wieder an. Alles verändert sich. Alles. Alles verformt sich, wiederholt sich, ohne dass ich etwas mache. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts. Also, ich werde jetzt mal gucken, ob wir noch mit den beiden was bequatschen können. Nach allem, was passiert ist, bin ich erleichtert, dass die Söhne des Spitzels in Sicherheit sind. Geht mir genauso. Diese beiden Kinder hätten meinetwegen beinahe ihr Leben verloren. Ich denke, es ist an der Zeit, sie alleine zu lassen, zu ihrer eigenen Sicherheit. Okay. Das heißt, mit denen können wir auch nicht mehr reden. Genauso wie mit den Soldaten. Da klärt sich ja langsam hier so ein bisschen das Feld. So, Misha, wir haben für dich ein bisschen Morphium. Ich habe dir das Morphium für deinen Mann gebracht. Wie versprochen. Diese Frau und dieses Haus verursachen bei mir Gänsehaut. Bringen wir das so schnell wie möglich hinter uns. Also bist du gekommen, um dein Geld zu bekommen. Ist es nicht so, Ratte? Du hast es mir angeboten. Ich habe nicht drum gebeten. Nein, du hast recht. Natürlich. Du hast es verdient. Das hatten wir abgemacht. Ich bin eine ehrbare Frau. Ich fürchte, du hast einen sehr falschen Eindruck von mir. Nimm dein Geld, Michael. Na gut, danke und viel Glück. Ich bin mir sicher, wir sehen uns noch im Lager. Warte, Michael, du willst Geld? Ich habe noch mehr Geld. Ich habe noch etwas zurückgelegt. Diese Lagerratten haben nicht alles finden können. Und jetzt kann es dir gehören. Ich verstehe nicht ganz. Mein Mann liegt im Sterben. Ohne ihn sind wir niemand mehr. Ich und die Kinder. Die Soldaten zeigen uns nicht mal mehr Respekt. Vor einer Weile sind sie hier eingedrungen, um sie abzuholen, ohne jede Erklärung. Und es hat sie nicht im geringsten gekümmert, wessen Kinder das sind. Aber wenn du hierbleiben würdest, könnte sich das alles ändern. Ich habe noch ein paar Beziehungen. Ich könnte es arrangieren, dass du der nächste Lagerspitzel wirst. Du bist nicht wie die anderen Ratten da draußen. Du bist einer von uns. Wir wären wieder wichtig. Wir würden unsere Privilegien behalten. Oder willst du nur ein weiterer Bettler in dieser Gosse sein?
Ich kann nicht so tief sinken. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich würde alles tun. Bleib hier bei uns, Michael. Nein, ich zweifle keine Sekunde, dass diese Frau zu allem in der Lage wäre. Wie ein in die Ecke getriebener Skorpion. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Kümmere dich gut um die Jungen. Es sind gute Kinder. Hau ab, du widerliche Ratte. Ihr seid doch alle gleich. Ihr Ratten in diesem Lager seid alle gleich. Ich brauche dich nicht. Ich brauche keinen von euch. Ihr wartet nur darauf, uns stürzen zu sehen. Aber ich werde euch diese Befriedigung nicht gönnen, ihr widerlichen Ratten. Ich werde tun, was ich tun muss. Und ihr werdet uns nicht durch den Müll kriechen sehen, so wie ihr. Ein in die Ecke getriebener Skorpion, von Flammen umgeben, die sich schnell nähern. Ich glaube, es ist besser, nie wieder mit dieser Frau zu reden. Sie könnte gefährlich werden. Oh ja, wer weiß, ob die nicht hier nochmal richtig austickt. Das ist Misha, die Frau des Spitzels. Schlecht gelaunt, verzweifelt und nicht vertrauenswürdig. Besser nicht. Diese Frau scheint gefährlich zu sein. Ich sollte besser jeden Kontakt mit ihr vermeiden. Abgesehen davon gibt es nach unserem letzten Gespräch nichts mehr zu sagen. Okay, aber wir haben das Geld. Es muss an der Feuchtigkeit liegen, aber diese Scheine haben einen wirklich unangenehmen Geruch. Ich nehme an, der Geruch der neuen Welt wird mir langsam vertraut. Jetzt fürchte ich den Tag, an dem ich ihn nicht mehr bemerke. So. Na gut, als nächstes, denke ich, sollten wir vielleicht mal zu Rod gehen und ihm die schlechten Neuigkeiten überbringen. So, ich bin gespannt, wer darauf reagieren wird. Rod, traurig und in Gedanken verloren. Er muss seit Stunden auf Neuigkeiten von mir gewartet haben. Tja, war ja nur auch nicht so leicht, an die Informationen ranzukommen, ne? Michael, Gott sei Dank bist du zurückgekommen. Colin geht es schlechter. Seine Wahnvorstellungen werden länger und heftiger. Meine Frau und ich haben Angst, dass das Ende nahe ist. Bitte sag mir, dass du das Medikament mitgebracht hast, um seine Krankheit zu heilen. Das wird ihn schwer treffen, aber er verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Das schulde ich ihm. Es tut mir leid, Rod, aber du solltest dir das hier ansehen. Das ist ein Bericht der Armee. Darin steht, dass es das Heilmittel, was wir suchen, nicht gibt. Es hat es nie gegeben. Nein, aber es muss eine Heilung geben. Es muss eine Hoffnung für uns geben. Die Geier sammeln sich schon um unseren Wohnwagen und warten auf das Ende, damit sie die Sachen meines Sohnes stehlen können. Colin kann sie sogar selber von seinem Fenster aus sehen. Beruhige dich, Rod. Ich... Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Du hast Verderben in dieses Haus gebracht. Du bist gekommen, um die Todesstrafe über Colin zu verhängen. Aber dieses Medikament existiert. Es muss existieren. Hör mir zu, Rod. Ich habe alles getan, was ich konnte, um das Medikament zu finden. Aber es gibt kein Heilmittel. Versuch doch zu verstehen. Es gibt keine Heilung für die Zerflossenen. Die Zerflossenen? Ich habe dich gewarnt, Michael. Ich habe dich gewarnt, dass du dieses Wort nicht in meinem Haus benutzen sollst. Raus hier! Verschwinde endgültig aus unserem Leben! Warte, Rod. Es tut mir leid. Aber du hast doch versprochen, mir zu helfen, herauszufinden, wer ich bin. Dir helfen? Du hast unser Leben ruiniert. Du hast unseren kleinen Jungen dazu verurteilt, zu sterben. Verschwinde! Verschwinde sofort von hier! Michael? Michael, ich muss mit dir reden. Ich habe eine Botschaft. Ich habe eine Botschaft von ihr. Mein Gott, das ist Colin. Eine Botschaft von ihr? Michael! Michael, bitte! Sie hat mir gesagt, ich soll mit dir reden. Was denkst du, wo du hingehst? Wag es nicht, in diesen Raum zu gehen. Du bist in diesem Haus nicht mehr willkommen. Aber der Junge, er hat mich beim Namen gerufen. Colin hat Fieberträume. Er weiß nicht einmal, wer du bist. Lass meine Familie in Ruhe. Michael! Michael, ich habe eine Botschaft von ihr. Es ist sehr wichtig. Verflucht! Geh ja nicht zu der Tür! Verschwinde aus diesem Haus! Hör zu, Michael.
Wir haben in dem Zimmer eine Waffe mit zwei Kugeln darin. Bring mich nicht dazu, eine davon für dich zu verschwenden. Ist schon gut, Rod. Beruhige dich. Ich gehe. Und ihr Geier, angezogen vom Gestank seines Todes, ihr werdet nichts bekommen. Hört ihr? Kein bisschen, solange ich lebe. Wenn das vorbei ist, wenn er tot ist, werde ich dafür sorgen, dass ihr nichts von seinen Sachen in die Hände bekommt. Ihr werdet nichts bekommen! Ihr werdet nichts bekommen! Das war gerade das, was wir in Michaels Vision schon gesehen haben. Verdammt, nicht schon wieder. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben. Alles verändert sich, wiederholt sich wieder und wieder. Oh Gott, ich glaube, ich verliere den Verstand. Und ich glaube, es bestärkt sich langsam der Verdacht, dass Michael vielleicht doch schon sich angesteckt hat mit dieser Krankheit. Irgendwie befürchte ich, dass das so ist. So, hier das Feuer. Können wir damit irgendwas machen? Können wir es irgendwie ausmachen? In den Flammen brennen Collins Sachen. Seine Kleider, seine Bücher, seine Spielzeuge. Sie gehen in Rauch auf. Genau wie Rods Seele. Es scheint, als hätte die neue Welt ihn doch niedergerungen. Tja, wenn man jemandem das Kind nimmt, ich meine... Selbst wenn da etwas drin wäre, was mich interessieren könnte... Ja. Oh Gott, das Feuer ist viel zu heiß, um reinzufassen. Haben wir irgendwas, womit wir da... rankommen, vielleicht mit dem Brecheisen? Er ist nicht lang genug. Ich würde mir nur die Hand verbrennen, wenn ich das Feuer damit schüren würde. Oh, du sollst das nicht schüren, Michael. Du sollst da irgendwas rausfischen. Was abdecken, ersticken. In all den Flammen werden die Hoffnungen und Träume von Rod und seiner Familie verzehrt. Ich werde die Flammen nicht weiter anfachen. Okay, so wird's also nichts. Der Penner ist jetzt auch hier weg. Also nicht der Penner, der... Naja, wie auch immer. Halt der Typ, der hier saß. Die Tonne hat auf einer Seite ein großes Einschussloch. Sie wurde wohl für Zielübungen benutzt. Damit können wir auch nichts anfangen. Irgendwie muss doch möglich sein, dieses Feuer zu löschen. Colin hat mich beim Namen gerufen. Er hat gesagt, er hätte eine Nachricht von ihr. Ich muss da rein und mit dem Jungen reden, bevor es zu spät ist. Aber wie? Tja, dafür müssen wir Rod und seine Frau ablenken. Ich weiß nur nicht wie. Collins Mutter. Ich fürchte, alles, was ihr und Rod noch übrig bleibt, ist darauf zu warten, wie der letzte Akt dieser tragischen Geschichte zu Ende geht. Und ich bin mir nicht sicher, ob mich einer von den beiden ins Zimmer gehen lassen würde, um mit dem Jungen zu reden. Ja, wahrscheinlich nicht. Also wir müssen wirklich irgendwas hier finden, um die zwei abzulenken. Er hat es ja sehr deutlich gemacht. Nach seinem Ausbruch wird mich Rod nicht mehr in seinen Wohnwagen lassen. Armer Mann. Ich fürchte, die neue Welt hat ihn nun doch eingeholt. Okay. Also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Zumindest weiß ich nicht wie. Dann sollten wir vielleicht jetzt doch mal versuchen, zu Rose zu gehen. Immerhin können wir jetzt ja wahrscheinlich für den Zutritt zu ihrem... Wagen bezahlen. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendwas Neues im Tagebuch stehen? Und die Stimme... Nee, hier geht's... Warte, hier irgendwo. Rods Sohn hat gesagt, er hätte eine Nachricht für mich von ihr. Verdammt, ich muss mit Colin reden, was immer es mich auch kosten mag. Ich habe keine Batterien. Genau, das könnten wir auch noch machen. Beechwood Oracle. Wir haben jetzt die Karte bei Reverend Blake gefunden, die Visitenkarte. Da ging es ja auch darum. Und wir haben da sogar eine Adresse. Das heißt, dafür werden wir wahrscheinlich das GPS brauchen und dafür die Batterien. Das heißt, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, dann werden wir uns vielleicht erstmal darum kümmern. Mal gucken. Chris und dann grundgütiger diese Schüsse und die Stimme, die mich aufgeweckt, geweint und angefleht hat. Ja, ob das die sie ist, von der Colin die Nachricht hat? Mal sehen, es wird immer wichtiger, dass wir irgendwie da reinkommen. Aber jetzt geht's erstmal zu Rose. Ihr müssen wir ja auch noch helfen irgendwie.
So, ich hab dir Geld. Ich habe Geld dabei. Lasst mich zu Rose. Hey, das ist ein Haufen Kohle, Kumpel. Und? Ist das genug? Mehr als genug. Das lässt dich den Rest der Nacht im Van von Rose verbringen. All you can eat. Oh. Hab viel Spaß mit unserer Minimaus. Aber sei vorsichtig mit der Ware. Du weißt ja, wie das läuft. Was du kaputt machst, musst du bezahlen. Ja, verstanden. Ja, das ist einfach eklig. Hallo, Herr Schlafmütze. Du bist wiedergekommen. Hallo, Rose. Bist du hier, um mich zu retten? Hast du mir mein Baby gebracht? Ich kann hier nicht weg, um ihn zu suchen. Und er ist alles, was ich noch habe auf der Welt. Ich habe sonst niemanden. Wirst du mir helfen? Deswegen bist du doch zurückgekommen, oder? Oder bist du für die andere Sache zurückgekommen? Willst du, dass ich mir meine Sachen ausziehe und mich auf die Matratze lege? Was? Nein. Nein, das möchte ich nicht. Nein, ich will nicht, dass du dich hinlegst. Warum kannst du hier nicht weggehen, Rose? Es liegt an ihnen. Sie lassen mich nicht weitergehen als zum Vorplatz da drüben. Sie sagen, ich muss bereit sein, falls ein Kunde kommt. Und sie lassen mich nur hin und wieder Rod und Colin in ihrem Wohnwagen sehen. Und warum läufst du nicht weg? Diese Männer jagen mir Angst ein, Herr Schlafmütze. Sie schreien mich an und schlagen mich, wenn ich nicht tue, was sie sagen. Manchmal sperren sie mich hier stundenlang ohne Licht ein. Und ich habe Angst, dass die Soldaten zurückkommen werden. Sie sagen, sie werden sie wieder rufen, um mir weh zu tun, wenn ich mich nicht benehme. Die Dunkelheit macht mir solche Angst. Dir nicht? Colin hat auch Angst davor. Bevor er krank wurde, hat er mir das gesagt. Und jetzt lassen sie ihn mich nicht mehr sehen. Ich mag das Licht lieber. Magst du die Lampen in meinem Zimmer, Herr Schlafmütze? Ja, sie sind sehr hübsch, Rose. Es ist, als wäre jeden Tag Weihnachten, nicht wahr? Aber am meisten Angst habe ich vor dem Jäger. Er kommandiert die ganze Zeit alle herum mit seiner Stimme wie ein wütender Löwe. Er gibt sogar den Männern da draußen Befehle. Er verhält sich wie ein riesiger Hund, der dich gleich beißen wird. Ich fange immer an zu zittern, wenn er mich besuchen kommt. Aber deine Stimme mag ich sehr, Herr Schlafmütze. Du klingst wie ein Ritter in einem Märchen. Und ich bin deine Prinzessin. Uiuiuiui. Okay, der Jäger hat irgendwie auch was mit den Typen jetzt zu tun. Ich meine, gut, er scheint ja insgeheim irgendwie das ganze Lager zu kontrollieren. Die Frage ist nur, warum die überhaupt zu Rod und Colin gelassen haben. Und Colin hat Angst vor der Dunkelheit. Ob man das vielleicht irgendwie ausnutzen kann, wäre vielleicht auch nochmal eine Sache, die wir vielleicht nachverfolgen können. Ich meine, draußen steht ja der Generator. Vielleicht gibt es da noch so ein paar Möglichkeiten. Aber erstmal werden wir jetzt hier im Gespräch fortführen. Du sagst, du hast niemanden. Wo ist deine Familie? Ich weiß es nicht, Herr Schlafmütze. Das letzte Mal habe ich sie gesehen, als die große Welle kam. Sie sagten, dass sie gehen müssten, aber wiederkommen würden, um mich zu finden. Und sie ließen mich mit meinem Baby alleine. Sie haben gesagt, dass sie nur wiederkommen würden, wenn ich mich gut um ihn kümmere. Wenn ich ihn halten und in den Schlaf wiegen würde, wie auf dem Bild an der Wand. Hast du das Baby und mich auf dem Bild gesehen, Herr Schlafmütze? Aber jemand hat ihn weggenommen, als ich geschlafen habe. Weißt du, ich hatte diesen Traum, als die Soldaten mir wehgetan haben. Träumst du gerne, Herr Schlafmütze? Das hängt vom Traum ab, Rose. Ich träume oft von meinem Baby, wie er in seiner kleinen Wiege schläft. Und ich träume auch von meinem Zimmer in dem Haus, wo ich vor der großen Welle gelebt habe. Jeden Morgen kam die Sonne durch das Fenster und hat alles erhellt. Es sah aus, als würden die Wände Feuer fangen. Dieses Zimmer ist dunkler. Ich mag die Dunkelheit nicht. Wenn die Lichter aus sind, kommen sie und tun mir weh. Und manchmal sperren sie mich hier in der Dunkelheit ein, um mich zu bestrafen, wenn ich nicht tue, was sie sagen. Hast du mir mein Baby gebracht, Herr Schlafmütze? Das arme Mädchen ist verwirrter, als ich dachte.
Es scheint, als wäre ihr Verstand nicht in der Lage gewesen, all den Schmerz der letzten Monate zu verkraften. Jemand muss sie hier rausholen. Nein, Rose. Es tut mir leid. Ich habe dir dein Baby nicht gebracht. Die Frage ist ja, ob durch ihre ganzen Erlebnisse sie erst praktisch diesen geistigen Rückschritt sozusagen gemacht hat. Oder ob das schon vorher so war. Ich würde gerne mit dir reden, Rose. Du hast gesagt, du kennst ein Geheimnis über mich. Verrätst du es mir? Ja, Herr Schlafmütze, ich kenne ein Geheimnis über dich. Es ist etwas sehr Wichtiges. Aber ich werde es dir nicht verraten. Warum nicht? Weil du mir mein Baby nicht gebracht hast. Ich habe dich gebeten, mir zu helfen, und du hast es nicht getan. Ich will mein Baby wieder halten und es in den Schlaf wiegen. Sind wir denn keine Freunde mehr, Herr Schlafmütze? Doch, natürlich sind wir noch Freunde. Aber Rose, bitte, ich muss wissen, was es ist. Was ist das Geheimnis? Okay, ich gebe dir einen Hinweis. Es ist ein Rätsel. Ich habe etwas von dir aus der Zeit vor der großen Welle. Es ist der Schlüssel, mit dem du die Schatztruhe deiner Träume öffnen kannst, du schläfriger Bär. Aber ich werde ihn dir nicht geben, wenn ich nicht mein Baby wiederhalten kann. Der Schlüssel zur Schatztruhe meiner Träume? Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht. Aber wenn es aus der Zeit vor der großen Welle ist, könnte es mir bestimmt helfen, meine Erinnerung zurückzubringen. Mein Leben. Rose, ich habe keine Zeit für Spielchen. Gib mir bitte einfach, was du hast. Nein, nein. Erst musst du mir helfen. Bitte bring mir mein Baby. Ich will ihn wieder in den Schlaf wiegen, wie auf dem Bild an der Wand. Hast du das Bild von meinem Baby und mir gesehen? Es wurde vor der großen Welle gemacht. Ich habe sonst niemanden. Ich brauche mein Baby. Bring ihn zu mir. Bring ihn zu mir. Bring ihn zu mir. Hey, Kumpel. Hab Spaß mit unserer Minimaus, aber pass auf unsere Ware auf. Sonst müssen wir da reinkommen. Aber wie auch immer, du weißt ja, wie das läuft. Wer es kaputt macht, muss es auch bezahlen. In Ordnung, Rose. In Ordnung. Beruhige dich. Auf Wiedersehen, Rose. Ich gehe dann mal besser. Nein, geh nicht. Bitte. Wirst du mir helfen, Herr Schlafmütze? Wirst du mir mein Baby bringen? Wirst du mir eine Wiege bringen, wie auf dem Bild? Sei mein strahlender Ritter. Bring mir, worum ich dich bitte. Und ich werde dir die Antwort geben. Den Schlüssel, um die Schatztruhe deiner Träume zu öffnen. Ich werde es versuchen, Rose. Das verspreche ich dir. Tja, jetzt nur die Frage, ob es wirklich ein Baby jemals gegeben hat. Oder ob das jetzt auch nur eine Fantasie von ihr ist. Also irgendwie so langsam glaube ich, dass sie einfach wirklich echt zu viel durchgemacht hat. Allerdings ist die Zeit an der Stelle um. Deshalb werden wir im nächsten Video weitermachen hier. Uns ein bisschen im Wohnwagen umschauen oder hier in diesem Van. Und dann mal gucken, wie wir Rose helfen können. Also bis dann. Tschüss.